Oh, hier ist aber noch einiges an Punkten. Wo denn? Ach da. Okay. Ups. Jetzt geht es voran. Das hier will los. Wo ist bloß dieser Kobold? Das Design ist schon ziemlich abgefahren. Ein plötzlicher Angriff hatte unsere Helden vom Himmel stürzen lassen. Sie klammerten sich an die Flugmaschine, die auf den Boden zuraste, wo die bösen Kobolde schon lauerten. Zerquetsche das Weib! Das bezweifle ich sehr. Margaret ist nicht einmal hier. Hier schon. Und wir vernichten dich und deine Höllenmaschine. Ha! Sie soll zwar Städte zerstören, aber wir können auch mit euch anfangen. Das sieht ja wild aus. Nein! Bah!
Oh, Moment. Wie sieht das denn aus da oben? Da müssen einzelne Dinger ausgeknipst werden. Das sehe ich jetzt gerade. Okay, und jetzt die Kreissägen-Dinger. Na. Also kannst nur komplett neu starten. So, weiter. Oh. Ja, sehr gut. Oh, was hat er denn jetzt vor? Wow. Na, oh, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Gleich. Nein! So knapp! Boah! Ja, tut sie auch nicht. Nein!
Nein! Das war ganz schlecht. Money. Ja. Ja. Ich habe mir so einen Kopf gestellt und oben geschossen. Sehr cool. Bah, was für ein Mistzack.
Jesus! Wheelses Koboldschergen hatten nicht gewagt, sich Margaret zu nähern. Warum, so fragt man sich. Ich kann es nicht fassen. Margaret, bist du da drin? Liebling. Sie sieht genau aus wie diese Kobold-Kunstwerke, die wir überall gesehen haben. Ist sie jetzt eine Kobold-Heilige? Heilige Hausdrachen? Seht nach oben. Das Licht kommt nicht vom Himmel. Trine, du warst all die Zeit hier, hast Margaret beschützt. Nie wieder rede ich schlecht von dir. Und so waren Amadeus und Margaret wieder vereint. Der Anführer der Kobold-Armee war besiegt und es galt nur noch, sich endlich auszuruhen. Gehen wir heim. Mein Magen hat so geknurrt, ich konnte die Schlachtgeräusche kaum hören. Und ich will fort, ehe uns ein weiteres Abenteuer heimsucht. Praktisch mit dem Sack, ne, da braucht man... Praktisch mit dem Sack, da braucht man kein Character Model. So nimmt sie ihr Ende, unsere Kobold-Geschichte. Die Gefahr ist gebannt, die Gemahlin befreit. Mehr zu berichten gibt es nicht. Drum ist für uns alle nun Schlafenszeit. Hey, das stimmt sogar. Es ist 10:45. Ja, das war spaßig. Was für ein Zinken. Ja, und der ist nicht besser. Ja. Aber ganz schön, ein paar ganz schön einfallsreiche Rätsel dabei, wenn man bedenkt, wie viel oder vielmehr, wie wenig einzelne Elemente das doch im Spiel nur gibt, ne? Und das basiert fast komplett rein auf Physik. Ah ja, und Gegner kaputt kloppen. Die hatten aber viel zusätzliche Qualitätssicherung notwendig. Dann schreiben wir sie einmal um Mühe. Man dankt Kaffee, Tee, Energy Drinks, den Snowman und der Luftkühlung und so weiter. Danke, Klimaanlage. Tja, das war's mit Train 2.